Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby und das ist Sassi. Herzlich willkommen zum Teil Nummer 5 unseres Amerika-Vlogs. Wir starten jetzt durch in den Studios. Heute Parktag. Universal und Island of Adventure. Und morgen geht's auch schon nach Miami. Wenn ihr Bock drauf habt, zu sehen, was hier noch so weitergeht, dann bleibt einfach dran. Und wieder drinne. Welcome to Universal Orlando Resort. Wir hatten aber auch noch kein Frühstück heute, deswegen gibt es jetzt erstmal einen Kaffee und eine Zimtschnecke bei Cinnamon. Könnt ihr mich noch hören? Zimtschnecke? Ja. Zimtschnecke. Hier, Freunde, es riecht fantastisch und das schmeckt auch gleich. Hier muss man nicht mehr weg. Man kann einfach hier bleiben. Für immer. Ja, und schmecken lassen, Freunde, ein vollwertiges Frühstück. Ihr seid aber auch bei 4 Zimtschnecken und 4 Kaffee, so mit 40, 45 Dollar dabei. Na gut, Prime Pool Position hier quasi. Na, als erstes haben wir uns jetzt nochmal an den Kassen eingefunden, Freunde. Wir haben ja schon Tickets gekauft vorgestern im Hotel. Wie gesagt, 217 Dollar pro Person. Da ist jetzt aber noch kein Express dabei. Und wir wollten eigentlich für mich und den lieben Andi Expresspässe haben. Damit wir ein bisschen schneller durchkommen. Die Mädels fahren ja eh nicht alles. Mal gucken, ob da noch was geht und was das kostet. Na, erstes unschönes Ergebnis. Expresspässe sind ausverkauft. Ist doch voller, als wir gedacht haben hier. Ich weiß gar nicht, was hier momentan los ist. Ob die alle Ferien haben oder was. Massiv voll die ganze Kiste. Auch um die Uhrzeit schon. Na, und wir starten in Universal, Freunde. Ist schön hier, wie immer. Gut, erste Fahrgeschäft, um den Magen aufzulockern. Ein bisschen Rocket, ne? Wir stellen uns jetzt mal an. Mal gucken, wie lange das dauert und wie es wird. Ich halte euch auf dem Laufenden, Freunde. Rocket. So, erster Ride Rocket, Freunde. Anni, war gut? War sehr gut. Also ich bin schon fast aus dem Alter raus. Er noch nicht natürlich, er ist noch blütenfrisch. Aber die Beschleunigung ist echt krank. Echt krank. Wir haben jetzt angestanden, naja, ich würde sagen so 20 Minuten ohne Ticket. Die Fahrt ging, was war, 45 Sekunden oder sowas? Naja, vielleicht ein bisschen länger, aber es war krank. Also kann man mal machen, wenn ihr noch jung und stabil seid, Freunde. So, nächster Ride, The Mummy. So, die Mumie, der Klassiker, Freunde. Ich glaube, fast eine halbe Stunde angestanden für anderthalb Minuten Fahrt. Aber kann man mal machen. Mumie ist immer wieder ein Erlebnis. Let's do this. Let's go. Oh, shot. Und weiter geht's. Napa, ne? Fast and Furious Supercharged. Mal gucken. Da war die Schlange jetzt deutlich kürzer, ungefähr eine Viertelstunde. War aber nicht meins, Freunde. Das ist eher was für die ganz junge Generation, glaube ich. Und der Shop danach ist wirklich schon besser. Guckt euch diese Schönheit hier an. Oh, wunderschön. Und hier, quasi ein alter Bekannter. Auch sehr zu empfehlen. Ja, zack. So, Andi, nächster Halt. Man in Black Alien Attack. Bist du bereit? Fühlst du dich außerirdisch? Ja, mal gucken. 35 Minuten. Wir schauen mal.
Ladies and gentlemen, boys and girls, black skin mudlarks, and all other species of extraterrestrial visitors, welcome to the Men in Black Training Facility, where you'll become the best of the best. To ensure the shortest way possible, please keep your party together and keep up with the party in front of you. Ach so, Men in Black war großartig, oder? Sassi hat ordentlich Aliens abgeballert, Andi war auch noch mit dabei und Jola hat auch ein paar getroffen. Ich habe übrigens das Ding gewonnen mit 120.000 Punkten. Schreibt mir gerne mal jetzt unten in die Kommentare, wenn ihr schon mal mehr Aliens gekillt habt in Man in Black als ich. Ja, 120.000 Punkte. Oh. Na, und das ist mein Lieblingsvillage, Freunde. Krusty Land, ja, Simpsons World, Quickie Markt, Simpsons Ride. Ich glaube, der ist aber gerade zu heute. Haben wir ein bisschen Pech, aber hier ist schön. Hier ist wirklich schön. Also was wir auf jeden Fall sagen können, es ist brutal voll heute. Und jetzt stehen wir schon bei der nächsten Attraktion extra für Sassi. Sassi liebt nämlich E.T. Vielen Dank. E.T., Freunde. Wartezeit auch hier. Ich gehe von 35 bis 45 Minuten aus. Es ist voll. Ja, so sieht das aus. Und das ist nur der äußere Teil der Schlange. Also, ihr müsst Geduld haben, ihr Freunde. Und zack, raus aus E.T. War wirklich niedlich, oder? Komm, Andi, E.T. Süß. E.T. war niedlich. Saskia hat sich sehr gefreut. Nein, das ist wirklich süß. Was? Ich liebe es. Ich dachte, wir lieben nur den Bryan Park. Nein, ich liebe E.T. und dann kommt der Bryan Park. Ja, okay. Also es war wirklich niedlich. 15 Minuten da anstehen und eine relativ lange Fahrt. Also das solltet ihr nicht verpassen. Weiter geht's mit Transformers, Freunde. Ja, den haben wir schon mal gemacht, aber der ist auch immer lohnenswert. Also Rinder. Na, alter Schwede. Freunde, Transformers. 50 Minuten anstehen. Ah, das war eigentlich nicht wert, oder? Für 50 Minuten anstehen jetzt? Nee. Alter Schwede. Also Expresspass macht wirklich auch Sinn, wenn ihr viel mitnehmen wollt. Ansonsten ist so ein Tag hier auch relativ schnell um, ne? Und wir sind erst bei Universal. Wir müssen ja gleich noch rüber. Aber mal gucken. Bahnhof, wir müssen ja rüber zum Island of Adventure, also King's Cross, richtig? Ja. Harry Potter, der Potter-Harry, ne? Der bringt uns jetzt rüber im Zug auf einen anderen Bahnhof, aber ich glaube 90 Minuten, Freunde, bringt Zeit mit. Und zack, Zeitsprung, Freunde. Anderthalb Stunden später. Welcome to Hogsmeade. Ja, so ungefähr. Also Freunde, so voll habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Das ist auch mal was anderes, ne? Alter Schwede. Aber es liegt noch Schnee. Es liegt Schnee an dir. Ja. Und welcome to Hogwarts. In Lebensgröße quasi. Das ist schon beeindruckend. Aber es ist einfach viel zu voll, Freunde. Ja, ich weiß, damit hätte man rechnen können, aber wir waren ja nun schon mal hier. Alter Schwede. Ja,
Hogwarts, angezeigte Wartezeit sind 80 Minuten. Nee, aus dem Alter sind wir raus, hier oder? Sind wir locker, Alter. Hier sind nur die Dinger. 80 Minuten machen wir nicht. Ah, so, Freunde, nächster Step, nass werden. River Adventure, sagst du, hast du Bock? Nee. Aber sie muss mit. Ich habe gehört, man wird nur vorne nass. Also, wenn wir Glück haben, warte mal, vielleicht fange ich was ein. Jawolla, lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Oh, dreiviertel Stunde Wartezeit und niemand soll sagen, man wird nicht nass. Man wird nass. Also vorne ist ein bisschen schlimmer als hinten, aber eigentlich ging's. Eine nette Erfrischung, Freunde. So, geht hier heute noch irgendwas? Kong, vielleicht Kong. Ah ja, also gerade noch mal geguckt, Kong hat jetzt 120 Minuten Wartezeit. Wir sagen nein, Freunde, wir sagen nein. Resümee des heutigen Tages ist eigentlich, ohne Expresspass sollte man es nicht machen, oder? Nein, nicht überhaupt, ich kann es vergessen. Nee, also wenn ihr keinen Expresspass bekommt, dann macht es auch nicht. Macht es nicht. Vielleicht zusammenkaufen mit Expresspass. Ja, sonst macht das wirklich, es macht keinen Sinn einfach. Das schafft man auch gar nicht an einem Tag. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen um hier, genießen den Ausblick, genießen die Aufbauten, aber fahren wird heute wahrscheinlich nicht mehr. Schaffen wir einfach nicht. Und niemand, wirklich niemand hat Bock, eine Stunde, über eine Stunde irgendwo anzustehen. Also wir nicht. Ah, aber hier haben wir noch einen großen Spaß gefunden, Freunde. Ihr könnt da Leute gegen Geld nass machen. Das ist genau unser Ding. Ich weiß gar nicht, was kostet. 25 Cent einmal spritzen. Genau. Damit kennt sich Andi eigentlich aus, oder? So, also da vorne ist die Düse. Jetzt warten wir nur auf dem Boot und dann könnten wir sie eigentlich nass machen. So, und jetzt aufpassen, Freunde. Duschen. Jawohl! Sehr gut, sehr gut! Ah. Freunde, der Halt! Wir haben hier Wartezeiten von einer Stunde 30 Minuten. Ja, wir machen es nochmal. Den müssen wir mitnehmen. Krasse Ding. Ah, Zeitsprung, Freunde. So, also Halt. Was war denn jetzt schlimmer? War Rocket schlimmer oder Hulk? Ich würde sagen, der Hulk. Also, der ist schon ganz schön krass. Ihr werdet da rausgeschossen, macht eine Drehung danach. Gehkräfte ohne Ende. War krass. Was noch krass ist, übrigens hier Kombos. Pepperoni-Pizza. Schmecken auch krass. So, aber jetzt, wir stellen uns wirklich nicht mehr an. Wir gucken uns noch ein bisschen was an hier und dann geht es nachher zu Baba Gams. Baba Gams. Baba Gams, ein bisschen Seafood. Schön, Freunde. Das war ein schöner Tag, trotzdem. Aber mit Express deutlich angenehmer, mit Sicherheit. Nach 9 Stunden raus aus dem Park, ist ein bisschen ruhiger, tut uns auch ganz gut, obwohl es immer noch sehr, sehr voll ist hier. Wir gucken jetzt mal nach Baba Gams. Mal gucken, wie lange mein Akku noch hält. Na ja, so nach einer halben Stunde Wartezeit gab es dann einen Tisch bei Forest. Baba Gams, und hier starten wir mal mit einer Coronita. Coronita. Sieht schick aus, oder? Den Becher kann ich behalten. $15, danke. Laden ist, ja. Wie immer, ne? Baba Gams ohne Aussicht und ohne Fenster. Und wir starten mit Calamari, also schön Tintenfischringe. Und hier Peel Shrimps, also Shrimps zum selber peelen in Knoblauchsoße. Lecker, lecker. Hier, und volle Kanne Meeresfrüchte. Ich habe ein bisschen Pasta, dann gibt es hier Shrimp on Heaven. Ja, guck mal hier, wie das aussieht. Wahnsinn, oder? Und Fish and Chips. Wir essen jetzt die Berichte später. Zack, Zeitsprung, Freunde. So, wir haben gestern dann doch abgebrochen. Wir waren richtig fertig. So ein Tagpark strengt schon ordentlich an. Das Essen gestern Abend war fantastisch. Also Baba Gams, ja, ist nicht günstig, aber kann man auf jeden Fall machen. Meeresfrüchte at its best. Fanden wir auf jeden Fall. Und wir haben jetzt schon mal eine kleine Reise hingelegt heute Morgen von knapp, was war das, 350? Ja, 350 Kilometer nach Miami. Und wir sind schon auf der Brücke nach Miami Beach. Unser nächster Aufenthalt Miami, Freunde. Wir freuen uns tierisch. Wetter hält sich heute ein bisschen in Grenzen, aber das wird noch, oder? Das wird. Miami, willkommen. Check-in abgeschlossen. The good times, Miami. Ja, check mal den Room. Ich würde mal sagen, kuscheliges Zimmer wieder. Wir haben hier eine Nasszelle. Klein und gemütlich. Sassi versteckt sich. Zack, hier geht's in den Hauptwohnraum. Ein kleines Bett. Ist alles sehr schick gemacht, ne? Aber alles sehr, sehr klein. Eine kleine Bank, ein Fernseher und Seaview, Freunde. Ah, Seaview. Und das hier. Ja, man kann ja nicht alles haben, ne? Das Ding hier war aber noch das günstigste eigentlich, was wir gefunden haben. Wir sind hier ungefähr bei 2.000 für 6 Tage. Das ist Miami, Freunde, ne? Ja. Es gab aber zum Check-in Champagner, und zwar 2 Gläser pro Person. Sehr gut, mit Refill quasi. Und ein kleines rosa Bändchen, ist genau meine Farbe, steht mir unheimlich gut. Wir wissen noch nicht, wofür das ist. Aber wir haben gerade erfahren, es ist Spring Break.
Also wir freuen uns hier auf einiges. Ja, zack. So, und Miami überrascht uns mit Regen und das macht Andi richtig glücklich, oder? Du liebst Regen in Miami, oder? Kotz. So, wir checken jetzt erst einmal was zu essen. Española Way. Mal gucken, ob wir ein schönes kleines Restaurant finden. Und hier, wartet. Ja, also die Autos passen hier schon mal, ne? Miami, Freunde. Miami. So, ein niedlicher kleiner Mix aus Spanier und Italiener. Ja. Süßer kleiner Laden, süße kleine Karte, aber Miami-Preise, Freunde. Wir werden mal bestellen und checken. Ich habe mal mit einer kleinen Vorspeise probiert. Gambas in Aglioli. Kannst du immer noch nicht aussprechen. Ah, und Hauptspeise, Chorizo. Also in dem Fall ein herrliches Skirt Steak. Wir haben hier Pasta, Alfredo, nochmal Skirt und da drüben gibt es Lachs. Sieht alles sehr, sehr gut aus, riecht fantastisch. Mal gucken, ob das auch gut schmeckt. Zurück im Hotel war ein niedlicher kleiner Spanier, Italiener, Espanolita. Wie hieß das Ding? Wir wissen es nicht genau, oder? Espanolita. War sehr, sehr lecker alles. Skirt Steak auf den Punkt, hat alles geschmeckt, war alles super. Mit der Flasche Wein dann allerdings 300 Bucks. Na gut, ist Miami Beach, ne? Kann man mal machen. Wir gucken jetzt uns mal ein bisschen das Hotel an. Dritte Etage, ne? Kleine Außenterrasse mit Kaffee. Da wird es hier ordentlich schnuckelig. Guck mal, eine Bibliothek. Ach, das ist aber alles schön gemacht. Schön, schön klein und rosa, oder? Jetzt auch irgendwo noch zum Pool. Ah, oh, ein Outdoor-Gym. Da kann Saskia sich schon ordentlich austoben. Also wirklich niedlich gemacht, der Außenbereich hier. Pool wird leider um 7 schon zugemacht, wenn keine Partys sind. Aber hier draußen ist echt schick, ne? Also hier kann man sich mal hinsetzen und schön einen Cocktail nehmen vielleicht, oder... Was ähnliches auf jeden Fall. Ja? Ausblick geht auch. Welcome to Miami, Freunde. Aber mehr sehe ich nur aus dem Zimmer. Hier nochmal vom Haupteingang aus. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Eine tolle Lobby. Und Uhren und teure Brillen könnt ihr auch gleich kaufen. Einen wunderschönen guten Morgen hier in Miami Beach von unserer leicht rosa angetufften Kaffeeterrasse. Wir hatten gerade schon einen Kaffee und ein Croissant für 2 Personen für 23 Dollar. War ein guter Latte. War auch ein gutes Croissant, aber ist auch ein guter Preis. Ne? Poolbereich gucken wir uns gleich mal an und dann schauen wir mal, was wir heute so machen. Ich glaube, es geht heute nur auf einen kleinen Shopping-Marathon mal hier zu Fuß durch Miami Beach. Ich weiß nicht, ob das so interessant wird, aber wir lassen uns überraschen. Ne? Hier ist schon mal, ist schön. Also man könnte sich da tatsächlich dran gewöhnen. Miami. Und hier mal nach meinem ersten Kaffee schon ein kleiner Überblick über den Poolbereich. Ist auch sehr tuffig in rosa hier. Schön. Und leer. So, Freunde, Ocean Drive bei Tageslicht. Vorbereitungen laufen für Spring Break Partys am Freitag und am Samstag. Wir gucken gerade, wo wir hier irgendwo mal ein Frühstück kriegen. Ansonsten ist hier auch schon ganz schön viel los, so um 11 Uhr morgens. Frühstück gab es auch hier. 3 Eier mit ein bisschen Toast und Kartoffeln für einen Zehner. Egg Benedict kostet 17 und so ein Bagel 8. Das geht eigentlich für die Kulisse hier. Ha? Kann man eigentlich machen. Ich weiß nicht, wie der Laden heißt. Cantina oder sowas. Ah, und hier nochmal ein kurzer Strandview. Das ist aber auch alles, was wir vom Strand sehen werden. Ziemlich voll gebaut schon. Hier sind die Vorbereitungen für Fitnessmesse, Riesenaufbauten. Da hinten ist ordentlich Disco-Zelte und Bühnen. Also Spring Break ist hier voll drin. Da. Ja, meine Fitness-Einheit habe ich jetzt auch hinter mich gebracht. Das reicht aber auch. Und zurück im Hotel, Freunde. Jetzt so einen kleinen Absacker auf der eigenen Terrasse hier quasi. Und jetzt haben wir gerade was gefunden, was uns ein bisschen irritiert hat, Freunde. Ich habe ein bisschen Deutschland bestellt. Und zwar gibt es hier Paulaner Hefeweizen. Freunde, guckt euch mal diese Flasche an. Ja, meine Hände sind nicht gewachsen. 0,33er Paulaner Hefeweizen. Ah, Sachen, nur only in America. Only in America, only in America, alles, Freunde. Alles ist groß, aber die Hefeweizen sind klein. So sieht's aus. Also ein kleines Hefeweizen. Bisschen Deutsch. Pico Germany. In Amerika. So, nachher geht es dann nochmal in Ocean Drive zum Abendbrot. Das war's dann heute. Viel, viel Sonne, viel, viel Strand, viel, viel Musik, viel, viel Leute. Ist schön.
wir sind eingekehrt in The Low Cost. Ich glaube, ihr hört überhaupt gar nichts, oder? Es wird schwer heute. Ja, sieht alles sehr gut aus. Caesar Salad mit Chicken, etwas Lobster, Pommes, Nachos, noch mehr Nachos. Und hier auch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Wer ist die jetzt, Freunde? Zack, Zeitsprung, Freunde der Sonne. Wir hatten heute einen entspannten Tag am Pool, Strand und am Ocean Drive und haben uns jetzt dazu entschieden, noch was essen zu gehen. Und zwar Barbecue, ein Geheimtipp. Wie heißt das Ding? Farmhouse Barbecue. Geheimtipp am Flughafen direkt. So ein kleiner Laden, der hat wenig auf der Karte, soll sehr, sehr gut sein. Wir haben jetzt gerade versucht, hier aus dem Hotel rauszukommen und haben für einmal im Block 22 Minuten gebraucht. Also ist ganz schön voll hier. Wir gucken mal, wann wir da ankommen. So, wir sind angekommen und waren ein bisschen überrascht, weil wir haben den Laden nicht gefunden. Der heißt jetzt nämlich hier von draußen Beat Culture. Ist aber wohl das Gleiche. Wir lassen uns überraschen, Rinder. Ist auch gleich eine kleine Brauerei dran, ne? Kann man auch gleich rinkicken, sehr interessant. Also an Bier wird es uns auf jeden Fall nicht mangeln heute. Sehr schön. Rinder. Von innen schön gemacht, moderne Ding eigentlich. Und wir hatten Glück und hatten auch recht, das ist nämlich auch Farmhouse Barbecue. Das ist quasi eine Kooperation von Beat Culture und Farmhouse. Und wir wollten schon wieder wegfahren. Ganz kleine Speisekarte, sieht aber alles nach Hard Barbecue aus. Ich werde probieren den Million Dollar Bacon für 11 und die Pork Belly Burnt Ends. Ich hoffe, irgendjemand nimmt noch Brisket hier heute. Ich nehme Brisket auf jeden Fall. Brisket? Ja. Sehr schön. Dann kriegen wir Barbecue zusammen, oder? Ja. Gut. Also sehr, sehr netter Service und es geht schnell hier, Freunde. Ich habe mein Bier gekriegt, guckt euch das mal an. Ja, das ist nicht immer grün, ne? St. Patrick's Day Edition in grün. Der ist nämlich heute. Das ist aber das German Bier quasi. Die haben hier einige gebraute Biere. Und hier, zack, Million Dollar Bacon. Naja, wir probieren uns mal durch hier heute, wa? Ah, und da geht hier Schlag auf Schlag. Burnt Ends, Freunde, gebackene Bohnen und Kornbrot. Wir testen uns durch. Dann gibt es hier noch ein paar Krokettchen, ein bisschen Coleslaw und hier Pulled Pork. Wir warten dann noch auf Brisket, glaube ich. Aber bis jetzt schon mal sehr gut. Also ihr seht, das geht hier weg. Alles sehr, sehr lecker. Ist aber auch nicht besonders viel drauf. Jetzt gab es hier gerade noch einen Caesar Salad. Sehr eigenwillig angerichtet, aber der könnte schmecken. Ja, und hier ist auch noch Brisket angekommen jetzt. Und so ein bisschen, ja, was wird das sein? Gebackene Kartoffelfladen und ein bisschen Brokkoli. Das ist aber euers, weil ihr esst Brokkoli, oder? Ja, auf jeden Fall. Und Brokkoli kannst du mich mit jagen. Wir essen. Ja. So, also auf hier essen. Wir stoßen nochmal an. Happy St. Patrick's Day. Ganz schnelle Bewertung, bevor mich die GEMA jagt wegen der Mucke. War alles sehr, sehr gut. Wahrscheinlich war es das beste Barbecue, was wir bis hierhin gegessen haben. Was wir hier in den Start jetzt hatten, ja. Ja, ja. Also Brisket top, Burnt Ends top, der Bacon top. Pulled Pork. Saftiger, saftig sein Vater. Wirklich sehr, sehr gutes Pulled Pork. War alles gut. Der Salat war ein bisschen trocken. Aber Salat darf auch ein bisschen trocken sein, oder? Nee, Salat können sie nicht. Ja, Salat können sie nicht. Macht aber nichts, weil wir haben ja da so ein Motto, Freunde, ihr kennt das. Das hier und so, ne? Also Salat braucht auch kein Mensch. Happy St. Patrick's Day. Guter Laden, Daumen hoch auf jeden Fall. Ja, also nochmal kurz von außen. Das Ding ist wirklich hier direkt am Days Inn dran, ne? Ist tatsächlich ein Geheimtipp. Die Portionen sind jetzt nicht riesig, aber es ist wirklich, wirklich gut. Also wer mal ein gutes Barbecue essen will, kann hier auf jeden Fall hingehen, ne? War das Beste bis jetzt. Sehr schön. Schönen Abend für euch. Ja, wir sind wieder zurück, Freunde, und wir haben es wieder gemacht. Bulldog Margarita. Und wir haben eventuell ein Problem hier, Freunde. So schnell leert sich die ganze Geschichte hier. Also auch in Miami Beach ist nicht alles rosa, Freunde. Ganz schnell mal eine Massenpanik ausgelöst. Steckt man nicht drin, ne? Ich habe kein Feuern gehört. Ah ja, gut. Also wir haben nicht rausgekriegt, was passiert ist. Großer Polizeieinsatz, zweimal Massenpanik in beide Richtungen. Vermutlich einzelner Schütze. Wir haben keinen gesehen. Only in America, Freunde. Ist jetzt doch kein Spaß, der Ocean Drive, ne? Wird aber alles aufgeräumt gerade. Und die Masse hat sich auch schon wieder beruhigt halbwegs.
Ja. Viele Menschen auf einem Haufen sorgen für viele Probleme. Und das geht schon wieder los. Ach du Scheiße. Also hier ist man wirklich froh, wenn man wieder im Hotel ist, ne? Alter Schwede. Ja, und viel erschreckender ist, 2 Minuten später ist alles wieder in Ordnung, ne? Scheint hier schon zum täglichen Ablauf zu gehören. Kann man nichts machen. Ja, so, einen schönen guten Morgen, meine Lieben. Boah, die gestrige Nacht sitzt uns noch ganz schön in den Knochen. Im Nachhinein haben wir jetzt halt auch herausgefunden, Schießerei. 2 Leute wurden angeschossen, einer ist leider schon verstorben im Krankenhaus. Der andere kämpft noch mit seinem Leben und das war wirklich nur 20 Meter von uns weg. Ja, ist traurig. Wir haben uns deswegen wahrscheinlich auch dazu entschieden, heute mal ein bisschen rauszufahren aus dem Trubel. Wir sind jetzt ganz kurz mal in der Dolphins Mall zum Frühstücken. Und dann machen wir heute so eine Swamp-Tour, so eine Everglades-Tour auf so einem Bötchen, um mal ein bisschen abzuschalten und den Kopf freizukriegen, mal ein bisschen was anderes zu sehen. Ne? Wir wollen uns ja die letzten Tage unseres Urlaubs hier nicht verderben lassen quasi. Aber sowas passiert halt. Viele Menschen sorgen dafür, dass es viele Probleme gibt auf jeden Fall. Auch in Amerika. Oder auch gerade in Amerika. Ist halt ein bisschen was anderes. Ne? Wir haben uns alle noch damals auf die Schnauze gehauen. Hier wird halt die Knarre gezogen. Also, die Mall hat einen schönen Food Court. Und wir starten gleich mal mit was Leichtem zum Frühstück. Ne? Wartet. Ja, guck mal. Sbarro. Sbarro. Ich weiß es nicht. Ist was Italienisches. Ist ein Pizzaladen. Aber die haben hier so eine Frühstücksküchlein gefüllt mit... das ist Sassi. Sassi ist Pizza, ja? Guck mal hier, sowas. Das ist so gefüllt mit Schinken und Käse und sehr, sehr gesund, sehr, sehr reichhaltig. Das sollte uns über den Tag bringen. Also auf jeden Fall über die ersten Stunden. Wir essen jetzt. So, Frühstück war gut und reichhaltig und wir haben jetzt schon wieder knapp 40 Minuten Fahrt hinter uns gebracht und sind schon angekommen in den Everglades. Wir haben jetzt hier so eine kleine Bootstour gebucht. Windig ist auch ein bisschen hier. Bisschen Alligatoren gucken und denke, das ist so ein Propellerboot. Zu viert, private. Mal gucken, was das wird. Ja, und so sieht sowas in klein aus, wenn sie zu Wasser lassen. Das ist aber nur ein Zweisitzer. Ich hoffe, wir kriegen 4 Sitzer. Und bei ihm ist gerade der Propeller aus, ja? Oh, das geht aber easy. Ja. Tarkin, sowas wäre auch nochmal was für dich, oder? Ist doch viel besser als so ein Hausboot. Macht ordentlich Druck, das Ding. Und angekommen an der Ablegestelle. Und Freunde, jetzt fehlt nicht mehr viel, ne? Es ist nur noch ein Fuß zwischen mir, Andi und ihm. Könnt ihr den sehen? Der sieht hungrig aus, Andi. Halt doch mal ein Füßlein ins Wasser. Gators! Ja, Freunde der Sonne, nichts ist so beständig wie die Lageänderung, ne? Nachdem wir dann eine Stunde an dem Wasserloch rumgestanden haben, ist Andi dann mal auf die Idee gekommen, nachzugucken, wann er gebucht hat. Und wann hast du gebucht, Andi? Na morgen. Natürlich. Also, Lageänderung, Freunde. Wir haben erst morgen um 14 Uhr den Termin mit unserem Sumpfboot. Wir mussten uns jetzt was überlegen und haben gesagt, dann machen wir Mall. Und zwar anscheinend die größte Mall in Florida. Wie heißt der, Baby? Sawgrass Mills. Wir lassen uns überraschen. Also das hier wirklich mal ein riesiges Center. Wir haben uns schon dreimal verlaufen
Und man ist hier komplett überfordert. Man weiß gar nicht, was man kaufen will. Also hier ist jeder Laden drin, den ihr euch vorstellen könnt. Wirklich jeder Laden. Aber wir brauchen ja nicht mehr. Wir haben ja keinen Platz mehr im Koffer. Das ist das Problem. Ja, also wie jede Mall, wirklich schön gemacht. Mit dem Unterschied hier auf jeden Fall an der Stelle, dass wir hier 90% Indoor haben und wenig Outdoor. Also hier könnt ihr auch bei Regen mal hingehen, ne? Ja, kann man machen, wenn man noch viel Platz in den Koffern hat. Oh, und das, meine Lieben, kann ich euch nicht vorenthalten. Wir haben so ungefähr den nutzlosesten Laden gefunden, den es auf der Welt vermutlich gibt. Das Ding hat hier Designer-Klamotten reduziert als Last Call. Und hier kostet alles so um die 1.000. Sieht aus wie ein großes Woolworth. Aber nur Designer-Klamotten. Aber was für ein Schrott. Also wirklich, sowas hier. Ja? Jemand Interesse? Meldung ab sofort an mich bitte. Kann hier alles besorgen. Hier, guck mal. Sieht aus wie von einer Gypsy-Hochzeit, oder? Was für ein kaputter Laden. Braucht man das wirklich? Hier, die ist schön. Ja, wir testen mal. Hübsche Jacke. Zack. Ist ein Moncler? Ist Moncler. Moncler. Runtergesetzt auf. Wir können es nicht finden. 2,5. Also 2,55. Ne, 1,006. Ne, 1,500. Was denn nun? Ich glaube für ein Tausender. Ah, die kommt noch mit dem Koffer, oder? Die steht mir bestimmt. Jetzt müssen wir doch noch was essen. Eine Kleinigkeit auf jeden Fall. Cheesecake Factory dürfen wir in diesem Urlaub auf jeden Fall nicht auslassen. Mmh. Käsekuchen, Freunde. Cheesecake Factory von innen. Das sind Millionen Unternehmen hier. Ich verstehe gar nicht, wie sie die Dinger immer so voll kriegen. Ja, und natürlich gibt es Käsekuchen in der Cheesecake Factory. Andi hat hier was mit was? Reese's Peanut Butter. Peanut Butter und der Klassiker mit Erdbeeren, Freunde. Also schmecken lassen. Und hier gab es jetzt heute einen Salat mal wieder für Saskia mit Chicken und allem möglichen. Avocados sieht sehr gut aus und ich habe was Extravagantes, Freunde. Das ist Parmesan Chicken Pizza Style. Da lasse ich mich mal überraschen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mich gestern ja nicht mehr gemeldet. Ne? Wir sitzen gerade beim Frühstück, typisch amerikanisch. Kaffee, Coke und ein Schoko-Croissant. Hier im Hotel käuflich zu erwerben für $23 oder sowas. Harte Nummer, also Miami machen wir so schnell auch nicht mehr wieder. Essen gestern war eigentlich sehr, sehr gut. Der Salat war reichhaltig, war Baby? Ja. Reichhaltig. Meins war ein Experiment, aber es war gar nicht mal schlecht. Die haben tatsächlich Hühnchen nur plattig geklopft als Pizza mit Käse drauf und dann noch diese Spaghetti Alfredo oben drüber. Kann man essen, hatte dann aber auch bestimmt 2000 Kalorien. Aber ich bin ja ein kräftiger Kerl, kann ich vertragen. Ne? So, wir hoffen, dass heute die Reservierung hingehauen hat und wir heute die die Everglades-Tour machen können mit dem Bötchen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis später. Zweiter Versuch. Wir sind wieder in den Everglades. Also am Rande der Everglades ist es, glaube ich, ungefähr eine Stunde von Miami weg. Hier stehen die Bötchen und wir hoffen jetzt mal auf ein kleines Adventure auf dem Wasser. Wir freuen uns. Das ist es. Wunderschön. Wollen wir nach vorne? Ja, ihr geht mal nach vorne. Oh. Ah. Ah, guck mal, unser kleines privates Abenteuer hier. Ja. Yes. Sehr schön. Also Boot ist da, Fahrer ist da, Fluss ist da. Los geht's eigentlich. You need those because of the noise, right? Unser Captain ist der liebe Steve. Der hat aber gesagt, er ist nicht der Captain, weil der Captain müsste mit dem Boot untergehen. Das möchte er nicht machen. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los und gucken mal, was hier so im Wasser abgeht. Sehr netter Kontakt mit ihm. Okay. Ja. Er sagte, das Boot ist nicht ganz so laut. Das heißt, wir könnten auf den Gehörschutz auch verzichten. Wir schauen mal. Been here for over 6 years. She said 6 different nests right here in the same area. Okay. Das ist seine private Freundin hier, das ist die kleine Lucy. Give me Lucy! Give me Lucy! Give me baby! Lucy! Wow. Das ist wirklich seine private Freundin. Er möchte jetzt eine Handfütterung machen, also er möchte seine Hand verfüttern. Hello, Lucy. Now, I only know that she's a female because she's been here for so long. She's had 6 different nests in the same area. But I've been in the Everglades for my whole life, even when I was in diapers. So I've been playing with these things, you know, and developed a relationship with them. Also Lucy ist jetzt wirklich mal dicht dran hier. Yeah. Like I said, they're not man eaters like people think. Now, you notice how she comes straight to the boat? She's been fed. If an alligator ever swims to the boat,
100% somebody's fetter. That's the only reason. Okay. Which, and it's actually illegal to feed them, but people do feed them. Also es ist verboten, die zu füttern. Ja. Aber die Leute füttern sie trotzdem. Do you feed Lucy sometimes? I don't, because I'm afraid somebody will turn me in. Okay. Yeah. Well, but she knows you. I jump in the water with her easily over there. I wouldn't even see her, and I'd just start calling her. And she could hear me, and she'd come out of the water, and she'd come swimming right to me. Right now, the way she's acting, her aggression is a little bit... Right now, I don't really want to mess with her. Oh, it's okay. Because she's open the mouth? Well, and she's getting a little bit too close. Okay. Normally, she'd come to me and I could pick her up, pick her head up, and I could scratch her. But the way she's acting right now... Okay. So you know the pattern. See when I put my boot down? She's got a chance to lunge up and get me. Yep. But see, right now is mating season. Yeah. So that's why... Normally I'll swim with her. Right now, the way she's acting. So, also hier ist wirklich alles voll mit Alligatoren. Da soll mir keiner sagen, er hat hier keine gesehen auf so einem Trip, ne? Richtig voll. Und hier auf der Seite ist auch noch sein privater Campingground auf dem Steg. Da würde gerne mal ein Grillvideo drehen. Schaffen wir heute leider nicht. So, jetzt haben wir noch seinen kleinen Privatvogel gefunden. Er hat hier wirklich eine super süße Beziehung. Also Freunde, macht lieber das hier als das Gatorland. Also sein Ziel ist es jetzt, den Vogel zu fangen mit dem Wurm, um mit dem Vogel dann ein Krokodil zu fangen. Natürlicher Kreislauf. The female, she'll come running and jump right on the boat. Like females are, they're more brave. Yeah. Sagt halt das Mädchen, die kommt sofort. Na, ich gerade gesagt, naja, Frauen sind so, sind viel mutiger. She was worried that an alligator was there. Ja, vielleicht ist sie einfach nicht hungrig, ne? Ja. Ja, kann ja nicht jeden Tag klappen. Na klar. Sind schließlich wilde Tiere, ne? Oh. Oh, wow. Geil. There's the money bird. Purple Galano. Also das mit einem wilden Vogel ist schon, das ist schon gut, dass man es geschafft hat. Ja. Zack, Zeitsprung, Freunde. So, zurück vom Schiff. Also Steve ist wirklich ein Goldstück. Und diese Tour kann man auch wirklich empfehlen. Das waren jetzt für 4 Personen $380 als Privat, ne? Also als private Tour. Kann man aber wirklich machen. Der hat echt ein Riesenhändchen für die Natur. Hat da seine Krokodilfreunde, seine Vogelfreunde. Und das ist für mich auf jeden Fall 1000-mal besser gewesen als das Gatorland. Kann man nicht vergleichen. Nee. Ganz nicht vergleichen. Also wirklich, wirklich schön. Sollte man echt mal machen, wenn man die Gelegenheit hat. Ihr könnt ja auch normale Touren buchen mit größeren Booten. Da sind dann so irgendwie 10 Leute drauf. 10 oder Leute so. Drauf. Ist dann auch ein bisschen günstiger. Also kann man sich mal angucken. Ne? Für Touristen wirklich genau das Richtige. Habe ich so in meinem Leben noch nicht gesehen. Und so nah war ich auch noch nicht am Krokodil dran. Nee. Ja? Schön. Hat uns auch nicht gebissen. Gut. So, Abmarsch. Nach dem Bootfahren wird man hungrig. Also zurück in die Mall. Und zu Charlies Philly Cheesesteak, wartet. Ah, ich habe hier ein wunderschönes Teriyaki Cheesesteak. Sassi hat, was hast du, Original? Chicken Cheese. Chicken Cheese und hier gibt es Loaded Pommes und noch mehr Steak. Und das sieht alles wahnsinnig lecker aus, Freunde. Und jetzt erst zurück im Hotel, ist schon wieder dunkel geworden. Der Traffic war eine Katastrophe in Miami. Naja, wir sind aber auch ganz schön durch. Essen war sehr, sehr geil. Ein super leckeres Teriyaki Chicken Sandwich. Sub Sandwich, was? Cheesesteak, Chicken Sandwich. War sehr, sehr geil. Und dabei war, habt ihr euch noch nicht gezeigt, glaube ich, noch Mozzarella Sticks so doppelt paniert und frittiert. Oh, ein Träumchen, Freunde, ein Träumchen. So, heute geht nicht mehr viel. Wir merken jetzt auch langsam, der Urlaub steckt uns ganz schön in den Knochen. Wir machen noch ein bisschen auf Entspannen. Ist der vorletzte Tag schon fast. Morgen geht's in die Keys. Mal kurz runter und gucken, wie der große Klumpen da aussieht. Und dann geht's auch schon wieder nach Hause. Ja. Bisschen schade eigentlich, oder? Aber auch irgendwie schön. Wir vermissen unseren Hund. Wir vermissen die Familie. Ja. Und ich vermisse meine Grills, Freunde. Und auch euch. Ganz doll. So, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es ist Montag früh im wunderschönen Miami.
Der vorletzte Tag. Morgen geht's auch schon wieder nach Hause. Wir sind richtig früh aufgestanden. Guck mal, ist mal Booster draußen hier, ja? Nichts zu sehen an Licht. Regnen tut's auch ein bisschen. Es ist 6 Uhr früh und ich habe gerade unten mal nachgeschaut. Es gibt noch keinen Kaffee. Heute geht's in die Keys, also Key West. Wir wollten heute den südlichsten Punkt der amerikanischen Halbkugel quasi nochmal klar machen. Das war auch mal an diesem dicken Boller stehen. Deswegen mussten wir früh los. 6 Uhr, 6.30 Uhr ist Abfahrt. Es gibt keinen Kaffee, aber ich bin ja gut vorbereitet. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Hauli ist noch am Start. Und ich habe mich so gut vorbereitet, dass ich meine Tütchen so eingeteilt habe, dass ich noch ein Tütchen übrig habe für heute. Also für den Notfall quasi. Mein Notfall-Package an Hauli. Freunde, ihr wisst Bescheid. Hauli, unser Partner, die einzige vernünftige Alternative zu ungesunden Energy-Drinks, oder? Hauli mit no Bullshit. Kein Zucker, kein Taurin. Nur natürlicher Geschmack und vor allen Dingen 100% davon. Also das schmeckt richtig, richtig gut. Und das macht wach, Freunde. Ja, zack, Tütchen auf. Rin in Shaker. Wer noch keinen Hauli Fuck Salad Shaker hat, jetzt mal bitte den Link in der Videobeschreibung abchecken, ja? Und durch so einen Shaker sichern. Wenn es noch welche gibt, dann sind die sogar umsonst, Freunde. So, da jetzt noch ein bisschen Wasser drauf. Wasser haben wir, Gott sei Dank. Eine Dose Bier hätte ich mir auch noch reinknallen können, wa? Aber Wasser reicht. Zack. Wasser dazu. Ja. Alles mitnehmen, zack, Deckel rauf, mache zu, ein bisschen bewegen und das ist quasi die schnellste Tasse Kaffee am Morgen, Freunde. Ja, Gott sei Dank hatte ich noch was, weil das Zeug hat mich wirklich über diesen ganzen Urlaub begleitet. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an unseren Partner Hauli. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt und Hauli mal abcheckt. Ne? Prost auf euch. Energie ist da. So, jetzt geht's los an die Keys. Zack, so Zeitsprung, Freunde. Nach 3 Stunden und 140 Meilen ja, ungefähr sind wir angekommen am südlichsten Punkt der amerikanischen was ist das? Halbkugel? Keine Ahnung. Südlichste Punkt amerikanische Festland. Hier, South Point. Ja, da ist er. Und wir haben gerade gelernt, die Amis stehen noch lieber an als die Deutschen. Hier ist nämlich eine Riesenschlange. Also alleine für dieses schöne Foto, was ihr immer seht, müsst ihr auf jeden Fall nochmal so 25 Minuten einrechnen. Aber war total schön, Andi. Danke. Andi, danke. Warst du hier an der südlichsten Stelle, oder? Ja, das ist die südlichste Stelle. Ohne Haare dran. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, noch als Information am Rande. Ich hatte, glaube ich, fälschlicherweise gesagt 80 Kilometer vor Kuba. Es sind 90 Meilen vor Kuba. Aber die Amis haben es ja auch nicht so mit Entfernung. Hier ist eine ganze Menge Verkehr. Auf den Fotos sieht es immer so ruhig aus. Aber hier ist richtig was los eigentlich. So, wir gucken mal, dass wir hier einen Cocktail kriegen. Generell ist es schon mal natürlich wunderschön hier. Man hat tatsächlich kubanisches Feeling. Ich zeige euch nachher nochmal die Tauben von Key West. Das sind hier nämlich alles Hühner. Die stehen hier auch überall rum. Es ist wunderschön, also schon ein schönes Fleckchen Land, oder? Ja, ja? Finde ich. Also wenn ich auswandern wollen würde, dann vielleicht sogar hierher. Saskia? Ja. Erstmal noch nicht. Wir vermissen den Grill zu sehr. Klugscheißer-Modus. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt, um es genau zu sagen. Es ist der südlichste Punkt der kontinentalen USA. So, jetzt haben wir es aber. Schön ist es. Schön. Ja, und wir hätten uns auch gar nicht anstellen brauchen. Hier ist auch noch einer. Der ist aber ein bisschen kleiner. Und so sieht es aus, wenn er hier zu lange ansteht. So. Ja, da gibt es einen Classic Daiquiri, 14 Dollar und Hühner. Hühner, die Pommes essen. Sehr schön. Oh, guck mal, kleine. Na? Böser junger Mann. Der ist ein bisschen grumpy hier. Schmecken lassen. Wirklich schick hier, Freunde. Aber ich hatte jetzt gerade den Daiquiri, den Original-Daiquiri, der hat nicht geschmeckt. Ich hätte mir mal lieber da drüben eine Frozen Margarita geholt. Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Mal gucken, was wir hier noch zu sehen kriegen. Also hier war ich jetzt mal ganz kurz in Versuchung. Ein Pfund-Cookie. Freunde, Schlaraffenland, oder? Schöner Cookie-Bäcker hier auf jeden Fall. Aber wir trauen uns nicht rein. Freunde, hier kann ich wirklich mal sagen, ein kleiner Ausflug durch die Altstadt lohnt sich wirklich. Oder durch Old Town hier. Ganz, ganz viele süße kleine Häuschen.
alles schon sehr, sehr kubanisch angetatscht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Aber jetzt wollen wir nochmal eine Kleinigkeit essen und was trinken. Also suchen wir jetzt Willy T's Bar. Das ist auch so ein Hotspot. Ihr werdet gleich sehen, warum. Na, und wir sind angekommen. Guckt euch mal diese verrückte Hütte an. Zeichnet sich dadurch aus, dass jeder Besucher einen Dollar ranklebt und den hängen lässt, ne? Aber mal gucken, ob wir einen Tisch kriegen. Guckt euch das mal an. Ja. Ja, super Geschäftsidee auf jeden Fall. Na hier, Freunde. World famous Willy T. Mit Mucke. Sehr, sehr geil. So, wir haben ordentlich bestellt. Mal gucken, was ihr lebt. Wir haben hier ordentlich aufgefahren, Freunde. Könnt ihr mich hören? Einmal hier Caprese, dann haben wir hier ordentlich Nachos in verschiedenen Farben, richtig groß, Coconut Shrimps und Lobster Mac and Cheese. Ja, wir futtern jetzt. Two syllables, Detroit, Ohio, three syllables, Seattle, same syllables, different letters, that's what you're saying. Okay, I figured it out, thank you. Ja, also ist ein super Laden, war echt lustig gewesen, Musik ist geil. Wir haben natürlich auch so einen Schein daran gehangen mit 030 Barbecue drauf übrigens. Wer den findet, Freunde, und mir ein Foto davon macht, mit diesem Schein, ja, der kriegt eine Überraschung von uns. Der darf im Shop was bestellen. Guckt mal, also wer in Key West ist, gerne mal in den Laden gehen und mal den Schein suchen. Essen war gut, auch relativ günstig für Amerika. Und ich habe gerade festgestellt, das beliebteste Verkehrsmittel in Key West sind Golfcars. Hm? Die fahren hier tatsächlich überall rum. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, den Bau noch eingeliehen. Und nochmal zu Autos, Freunde. Die Amis tatsächlich haben die geilsten Autos. Also so eine Größe würde mir in Deutschland noch stehen. Und vor allen Dingen haben die echt ein Gefühl dafür, was ein vernünftiger Auspuff so hermacht. Ne? Das hier, Freunde. Das war ein Auspuff, oder? Ich weiß nicht, was das ist, ja nicht mal mehr ein Ofenrohr, ist auch kein Fallrohr. Was haben sie denn da rangeschweißt? Alter Schwede. Also das können sie. Und wir haben gerade gemeinschaftlich festgestellt, dass Key West wahrscheinlich eines der schönsten kleinen Örtchen war, die wir in unserer Reise gesehen haben, oder? Ja. Also hier kann man es wirklich sehr, sehr gut aushalten. Ich glaube, wenn es das nächste Mal in die Staaten geht, dann werden wir uns hier ein bisschen länger aufhalten. Nee, ich bin eigentlich fest davon überzeugt. Also Key West ganz, ganz weit vorne. Jetzt wollten wir eigentlich zurück nach Miami. Und noch einen Cocktail nehmen am Ocean Drive, aber haben gerade gelesen, aufgrund der Vorkommnisse in den letzten Tagen hat Miami Ausnahmezustand verhängt und Ausgangssperre. Da gibt es dann ab 18 Uhr eigentlich nichts mehr. Also mal gucken, wie wir das heute noch regeln auf unserem letzten Abend. Oder ob wir im Hotel einkehren und da in der Bar noch ein bisschen was sippen. Yep. Oder? Gute Idee. Sehr gut. Ja. Also wieder zurück nach Miami. Einen wunderschönen U-10 Morgen, Freunde. So, letzter Tag ist angebrochen. Gestern Abend sind wir noch ein bisschen auf der Hotelterrasse versumpft. War aber auch nicht groß mehr. Ne? Ein bisschen auf Entspannung auf den letzten Tag war auch ganz gut. Jetzt sind wir gerade aus dem Hotel ausgecheckt. 11 Uhr letzter Checkout. Wir fliegen um 22 Uhr. Das heißt, wir müssen uns den ganzen Tag hier noch irgendwie ein bisschen abpimmeln. Suchen jetzt erstmal was zu frühstücken. Sind in der Mall direkt am Übergang von Miami zu Miami Beach. Wie heißt denn das Ding hier? Weiß jemand, wie die Mall heißt? Bayside Mall. Also Frühstück suchen. Ja. Ja, massiv laut hier, Freunde. Frühstück gibt es im Bacon Bitch. Ja? Schicker kleiner Laden hier in der Mall. Alles auf Bitch getrimmt. Du wirst begrüßt mit Hello Bitches, Enjoy Bitches, What do you order Bitches. Ist hübsch gemacht. Ja, Frühstück kam relativ prompt. Die Lautstärke hier ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Sieht auch alles ganz gut aus, sind aber sehr kleine Portionen für den Preis. Wartet. Hier. So, alles so um die 16 Dollar würde ich sagen. Ne? 12 bis 17 Dollar oder sowas. Sieht gut aus, riecht gut, Kaffee ist groß. Wir frühstücken. Und hier ist auf jeden Fall mal was los, Alter. So kann man frühstücken, Freunde. Wir sind alle satt geworden, Essen war gut, der Laden ist viel zu laut, aber dieses Bitches-Konzept gefällt mir auf jeden Fall. Und jetzt Miami verabschiedet uns mit einem wundervollen View. Warte, ich zeig euch das. Ah, guckt euch das an, 28 Grad, leichter Wind,
Und dieser Ausblick hier, unbezahlbar. Also ich kann mich nur wiederholen, Miami ist sehr schön oder Miami Beach war sehr schön. Wurde natürlich hart getrübt. Auch gestern Abend gab es wieder bei uns um eine Ecke eine Schießerei. Leider wieder ein Toter. Also muss man nicht unbedingt haben. Ne? Key West ist noch schöner, tatsächlich. Aber wir sind jetzt froh, dass wir uns heute wieder auf dem Heimweg machen und dann auch wieder schön am Grill stehen können. Aber ist geil. Zum Abschluss auf den heutigen Tag, weil wir noch Zeit überbrücken müssen, sind wir noch in so ein anderes Center gefahren, Florida, in die Dolphins Mall. Wieder zurück, da haben wir schon mal gegessen, aber wir waren noch nicht in der Mall und hier ist auch ein Best Pro Shop drin. Und das kann man sich zum Abschluss auch noch mal geben, glaube ich. Leider sind die Koffer voll. Ah, guck mal, Laden mit Aquarium und große Fische. Große, große Fische. In einem viel zu kleinen Tank wahrscheinlich, aber große, große Fische. Guck mal. Hallo. Und der ist süß. Und natürlich bin ich noch mal in der Grill-, Gewürz- und Soßenecke hängen geblieben, Freunde. Und ich hab, also irgendwie, das Ding finde ich ja wirklich geil. $350 für eine riesengroße Griddle Plate, ne? Cabela's. Wir müssen die mal uns merken und ich schreibe die mal in Deutschland an. Vielleicht kriegt man das ja auch da. Ansonsten, ja, von den Preisen her, die Grillgeräte günstiger als in Deutschland auf jeden Fall. Was Zubehör angeht, sind wir da quasi auf dem gleichen Level. Also die Breuking-Sachen kosten hier fast identisch das gleiche wie in Deutschland. Auch Lodge ist nicht viel billiger. Aber wer will jetzt auch eine gusseiserne Pfanne mit nach Deutschland nehmen, ne? Handgepäck sagt nein, danke. Ich habe aber was gefunden und zwar hier, schnittsichere Handschuhe. Die sind auch ganz gut, um die unter den Kunststoffhandschuhen zu tragen beim Pullen von Pulled Pork und sowas. Geben auch noch einen guten Hitzeschutz. Glaube ich. Ich werde es testen. Freunde der Sonne. Flughafen-Vibes, würde ich sagen. Ne? Erstmal Fireball. Wir sind angekommen am Flughafen. Cinnamon. Oh. Ist aber ordentlich. Aber ich würde sagen, ein würdiger Abschluss für eine würdige Reise. Freunde, wir haben jetzt gemacht 3000 Meilen knapp, wie viel? 5200 Kilometer. 5200 Kilometer und tatsächlich Andi ist alleine gefahren. Nicht weil er musste, sondern weil er wollte und er hat es großartig gemacht. Wir werden nur einmal fast gestorben und das ist völlig in Ordnung bei der Anzahl an Kilometern. Ja, richtig. Haben Sie überlebt. Wir haben in 3 Wochen hier einen ordentlichen Trip hingelegt. Von New York einmal kurz hoch zu den Niagara-Fällen und dann runter bis Key West letztendlich. Miami war tatsächlich das Unschönste auf der ganzen Fahrt, oder? 2 Tote, ein paar Verletzte, war nicht so schön. Ansonsten haben wir viele, viele schöne Erlebnisse gehabt. Ihr habt ja bis hierhin durchgehalten. Also vielen Dank fürs Gucken auf jeden Fall. Wir lassen jetzt... Kap los, kann man trinken. Wir lassen das jetzt ausklingen hier. Sind jetzt in Miami am Flughafen, steigen gleich in den Flieger. Nee, steigen wir nicht. Um 22 Uhr geht der Flieger, jetzt ist gerade 18 Uhr. Also bis dahin sind wir dann... 19. Bis dahin sind wir dann auf jeden Fall dicht. Gibt gleich noch eine Pizza bei Pizza Hut oder sowas. Wir müssen noch irgendwas essen. 22 Uhr geht der Flieger. Wir fliegen erst nach London. Der Hinflug war deutlich komfortabler, als der Rückflug sein wird, denn wir fliegen jetzt Holzklasse. Richtig? Ich mache ein Upgrade. Du bist Holzklasse. Machst du noch Business Class, ja? Business Class haben wir mal gefragt. 1700 Euro pro Person Upgrade. Für einen? Pro Person. Das macht keinen Spaß, Freunde. Nee. Das macht keinen Spaß. Ich freue mich sehr, dass ihr uns begleitet habt. Ganz kurz. So, wir haben ihn mal ausreden lassen. Also, ihr wartet die ganze Zeit dabei, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Uns hat es eine Menge Spaß gemacht. Mal gucken, wohin die nächste Reise geht. Seid gespannt. Ach, jetzt hör doch mal auf. Ich glaube, du kriegst noch eine Ehrung. Du sollst nur aufs Podium, kriegst noch eine Ehrung. Freunde, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann ballert Kommentare. Über ein Like oder ein Abo würden wir uns freuen. Ne? Facebook, ballern, Instagram, ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid, der ist auch schon wieder offen. Gerne mal bei Holy vorbeischauen, Freunde. Die haben uns auch sehr unterstützt bei dieser ganzen Nummer. Link ist ganz oben in der Infobox. Ich würde sagen, Andi, Bobby, Jola und Sassi sind jetzt draußen. Wir sehen uns das nächste Mal auf jeden Fall wieder am Grill. Ne? Am Grill. Am Grill. Tschüss.